Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grim Dawn. Ich hoffe, die letzten beiden Folgen haben euch gefallen. Und wie versprochen, geht's heute in der Hauptstory weiter. Vor zwei, drei Folgen hatten wir als letztes diese Anasteria besucht. Heißt die Anasteria, genau. Und da hat uns eine Zutat gefehlt, falls ihr euch daran erinnert. Und zwar sollten wir ein uraltes Herz, Blut von Chthonen und eine verdorbene Gehirnsubstanz besorgen. Und eine Zutat hat uns gefehlt, aber mir war so, als ob wir die haben in unserem Inventar. Und ich habe hier hinten einfach mal nachgeschaut, hier bei diesen Typen, und habe dann dieses Blut von Chthonen, haben wir 22 Stück rübergezogen, und schon habe ich hier einen Haken setzen können. Das war jetzt offline. Und bevor es losgeht, würde ich noch mal hier kurz zu dieser Hexe gehen und diese Aufgabe abgeben und eine neue Aufgabe besorgen wollen. Und dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Das kriegen wir so. Genau. So, gehen wir das ab. So, haben wir ein paar Punkte bekommen. Bei der Schwarzen Legion verlieren wir übrigens auch ein paar Punkte. Also Ruf zumindest. Und bei der Verbannten gewinnen wir an Ruf. Damit müssen wir dann leben. So, und dann erzählt die uns jetzt hier was. Und Fangzahn. Beschaffe den Fangzahn des Knochenjägers. Ja, okay, das wird sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich irgendwie ergeben. Jedenfalls würde ich mal das Zeug, dieses Blut von Chthonen wieder einlagern, und dann geht's weiter. So. Gerade noch Abendessen gewesen. So. Das hier, das lagern wir mal hier wieder ein. Den Rest lasse ich einfach. So, diesen Weg, das dauert jetzt bloß eine Minute. Hier. Da wandern wir mal zurück. Wir waren ja schon hier und sind dann allerdings wieder umgedreht, weil wir ja da letztens diese Aufgabe noch aktualisieren mussten, bevor wir hier weitergehen können. Jedenfalls, die sind natürlich jetzt wieder respawned. Ja. Okay. Sehr schön. Sind wir auch gleich aufgestiegen? So, das werden wir jetzt aber... Jetzt werden wir aber erstmal nichts weiter tun, sondern uns hier durch die Reihen der ätherischen durchkämpfen. Ah, stimmt. Hier sind ja auch irgendwelche Fallen. Seht ihr das? Hier. Landminen. Hier auch, hier. Überall liegen diese Landminen. So, kein Problem für Nahkämpfer. Ich glaube, für uns auch noch nicht, weil wir ja noch auf Normal spielen. Ich suche mal hier trotzdem alles ab. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwelche verborgenen Gänge oder ähnliches gibt. Außerdem tut es gut für unsere Punkte. 48, Stufe 48 sind wir ja in der Zwischenzeit. Kann man hier drauf nicht schießen? Nee. Diese Landminen, die waren vorher nicht da. Haben die sich erst... Nee, die müssen auch schon vorher da gewesen sein. So, schleichen wir uns mal hier unten lang. Ah, das sind unsere. Das ist eine Barriere. Okay. Einer ist noch. Eine Kiste. Ah, hier fehlt noch was. Da gucken wir uns auch gleich nochmal an. Ups. Ja, ist bloß ein ganz kleines Stückchen, also noch spielt es keine Rolle. So, aber ich könnte mir vorstellen, in höheren Stufen
So, einfach in den Rücken geschossen hier. So. Na, da kommen wir lang. Ja. Ja. Okay, da waren wir schon. Zurück. So, dann gehen wir mal hier hoch. Oh, der haut aber schon ganz schön kräftig zu. Dann haben wir hier einen, was ist das hier? Einen ätherischen Obelisk. So. Hört sich an wie bei Krieg der Welten. Erinnert mich zumindest daran, diese Dreibeinigen. Falls ihr das kennt. Alter Klassiker. Ja, das geht ja. Schaut mal, das ist nicht viel. Ja, da können wir einfach durchlaufen. Oh. Da war dieser Schlag etwas kräftiger. So, okay. Das waren unsere Leute. Hier auch nochmal durch. Richtig schön kräftig durch. Ah. Haben wir noch so einen Obelisken? So. So, das war's, ne? Hier geht's ja nicht weiter. Da kommen die Ätherkristalle, nehmen wir mal mit. Hier auch. Seelenscherbe weiß ich nicht. Den hier hinten, den lassen wir einfach mal liegen. Wir haben genug davon. Wir haben genug. So. Ja, ist auch nur dieses eine Stückchen. Geht's hier rein? Also da geht's zwar rein, aber... Nee. Da scheinen wir zu stoppen. Aber ihr könnt euch Ebene der Zwietracht... Die Ebene der Zwietracht. Hier. Hier auf dieser Seite. Gibt's hier einen Geheimgang? Also ich kam jetzt hier nicht weiter... Ich will jetzt aber auch nicht unbedingt drauf gehen. So, wir folgen mal einfach der Hauptquest. Irgendwo war hier so ein... Oh, eine Rift! Eine Rift! So, lasst uns mal Chetons, was sind das hier, Anhänger jagen. Das ist das zweite stonische Grift. Das machen wir mal. Das machen wir. Wir betreten das. So, hier haben wir natürlich jetzt hier wieder eine verborgene Welt. So, natürlich um Punkte zu sammeln. Ne? So. Und ja, so ein bisschen. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwo was Verborgenes. Ja. Schauen wir mal. So. Ich denke, ihr seht ja genug. Also ich muss mich da schon so ein bisschen anstrengen, etwas zu sehen. So, mal gucken, ob es hier unten irgendwo was gibt, aber... Ja, wir laufen mal den Rand ab. Ja? Oh, hier haben wir... Wie heißen die? Obsidian. Schi.
Schiefer-Obsidian. Stufe 50. Sagen wir mal, die haben eine ähnliche Stufe wie wir. Also ist schon okay. So. Unaufhaltsam. Ein schrecklicher Schädel. Okay. Das nehmen wir mal auf jeden Fall mit. Diese Beschreibung, die kam hier nicht allzu oft unter. So. Oh, was haben wir hier für einen Verwüster? So. Und es geht alles noch ohne. Ah, einer ist da noch. Dann nehmen wir mal eine Essensration mit. Die Kämpfer haben dann doch so ein wenig an unserer Gesundheit genagt. So. Wie groß ist denn das hier? Ein bisschen rauszoomen. Also ein bisschen haben wir noch vor uns. Und den Ausgang haben wir ja auch noch nicht gefunden. Ja. Eine Einöde. Was haben wir denn hier? Ein Objekt? Ein Haus? So, okay. Das ist aber nichts weiter. Oder was ist das hier? Nee, das ist nichts. So. Ein bisschen rausgehen hier aus... Das war's, ne? Okay. Ups, den habe ich übersehen. Okay, hier haben wir den Ausgang. Merken wir uns. So, hier scheint wirklich nicht... So, hier haben wir noch eine Truhe. Eine verzierte Schatulle. Oh, ein bisschen haben wir wirklich noch. Wie gehen wir hier? Ah. Schaut mal, hier gibt es irgendwie... Nee, das ist aber nur so ein kleiner Pfad. Da muss man teilweise wirklich hier diese Gegend ertasten. Okay, schaut mal hier. Gibt's hier? So. Noch eine Rift. Okay, jetzt haben wir hier eins und hier eins. Ich glaube, das, was hier lag, hier. Das führt wieder nach draußen und das führt hier noch weiter. So, ich würde ja gerne noch mal wissen, Leute,
Wir machen mal das hier noch zu Ende. Und dann betreten wir mal das linke Rift. Na komm schon. Ah, da versteckt sich dahinter. So, gehen wir mal hier wieder über den Pfad, über diese Brücke. So, hier haben wir auch noch mal was. Okay, dann haben wir hier noch diesen Bereich, den wir entdecken können. Oh, hier kommt welche raus. Ja. So. Jetzt ziehen wir die Schlinge enger ab. Ruf aktualisiert. So unheilige Schrift, sehr schön. Okay. Ich schalte immer wieder mal die Karte mit ein, um mich zu orientieren. So, das scheint es gewesen zu sein. Hier, der Einsame noch. So, okay. Ich lasse mal kurz die Karte mit an. Wir wandern mal zu diesem linken oberen Rift. Ich vermute, sieht zumindest auch so grafisch aus, dass wir uns hier in eine weitere oder in einen weiteren Teil der Leere begeben. Zumindest sieht es danach aus. Seht ihr hier unten? So, machen wir mal. Probieren wir mal aus. Geht das? Ja, es geht. So, mal sehen. Okay, wir sind also jetzt in einer weiteren gefährlichen Domäne. Obsidian-Thron. Okay. So, der Gegner hat eine ähnliche Stufe. Ich zoome mal ein bisschen ran. Oh. Ich wollte schon gerade sagen, wir bringen mal ein bisschen Licht ins Dunkel, weil, ja, ich weiß nicht, was das hier ist. Lava wird es nicht sein. Sieht damit zumindest nicht danach aus, sondern wie ein Blutstrom. Zumindest sind das aktuell Gegner, mit denen wir es aufnehmen können. So, das könnte sein, dass das Rift nach Hause ist oder wieder zurück ist. Merken wir uns. Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon mal in einem Bereich der Leere war, was so eine enorme Herausforderung war. So, wir laufen erstmal wieder den oberen Bereich, den äußeren Bereich ab. Oh,
Ups. So, da ist nichts drin. Okay. Ist hier irgendwas? Nee. Nur der Blutstrom. So. Okay, da ist ein Boss. Pulvadore. Ich guck mal kurz auf meine... Okay. Das war okay. 35 Ruf erhalten. Was ist das? Ein herausragendes Versteck. Okay, mächtige Meuterei. Das ist eine Einhand-Fernkampfwaffe. Was nicht schlecht wäre, allerdings erzeugt die Säureschaden. Und Säureschaden machen wir gar nicht. Da fehlt mir jetzt zurzeit auch so ein bisschen die Idee oder die Vorstellung. Ein Fernkämpfer, ein Zweihand, nee, ein Einhand-Fernkämpfer, der auf Säure geht. Hört sich interessant an. Ja, ein, da fällt mir dann ein, gerade so was spezielle Charaktere betrifft. Ich hatte ja auch Chaos Noob zu laufen. Den hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Ich gebe zu, den habe ich noch nicht weitergespielt. Den habe ich noch nicht weitergespielt, weil ist schon sehr schwierig. Der ist schon zu sehr speziell, fast zu speziell. Ich weiß gar nicht, wie lange der sich hält. Ja. So. Okay. So, hier oben kommen wir nicht lang. Dann werden wir noch mal gucken, was hier in der Mitte los ist. So, es könnte natürlich sein, dass wir sogar, hatte ich schon so schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, ganz das Ende erreichen. Oh, hier haben wir jetzt wirklich. Ich muss mal gucken, wie viel Schaden der macht. Und dann normal kann man sich das ja noch erlauben, teilweise. So, okay. Ein Bossmonster. Getötet. War aber jetzt aber keine Nebenaufgabe. Es hat sich da auch keine Nebenaufgabe irgendwo aktualisiert. Ist hier nur Spaß an der Freude, ne? So, hier haben wir einen Rift und hier unten hatten wir einen Rift. So, wir werden mal dieses hier betreten. Vielleicht kommen wir auch einfach zurück, egal welches wir nehmen. Ebene der Zwietracht. Ja, da sind wir wieder zurückgekommen und das Rift ist auch weg. Okay. Ach nee, wir waren hier oben und sind jetzt hier unten gelandet. Okay. Ja, dann wird es das gewesen sein, ne? Wer schießt denn da? Da habe ich doch jetzt ja keine Landminen gesehen. Oder ich habe die einfach übersehen. Das kann auch sein. Okay, dann machen wir mal weiter. So. Wenn ihr dieses Rift geht kennt und sagt, Mensch, da war noch was, hättest du mal das andere genommen, da wärst du noch weitergekommen, dann teilt mir das ruhig mit. Dann teilt mir das ruhig mit. So. Oh, die Dinger, die hören sich an hier. So, Landminen interessieren mich nicht. So, ich passe mal jetzt ein bisschen auf. In dieser Gegend hatte ich schlechte Erfahrungen. Hatte ich mal schlechte Erfahrungen auch gesammelt. Hier ist nichts. Sieht hier wie eine Truhe aus. Hier eine
Eine wertvolle Truhe ist aber gar nichts. So, nee. Also, ehrlich, es gibt ja noch hier diese Nebenaufgabe, der verborgene Weg. Da haben wir ja einige Runensteine gesammelt. Die Aufgaben haben auch alle erledigt. Jetzt fehlt noch, den Eingang zum Tempel der Drei zu finden. Und ich habe keine Vorstellung mehr, wo das ist. So. So, alles normale Gegner. Hier war doch irgendwo noch ein Bossmonster. So. Gitterscherbe. Okay, lass einsammeln. Lass sie mir einsammeln. Jetzt gehen wir kurz hier runter. Da dürfte eigentlich nicht sein. Nur der Vollständigkeit halber. Alles klar. Aber ich gehe hier mal links nach oben. Nee, ist nix, ne? Nee, da verbindet sich jetzt hier drüben wieder. Nee, da war nichts. Ich denke mir mal, dieser Gegner kommt erst auf höheren Stufen. So, okay, wir betreten die Nekropolis. Okay, kämpfen wir uns durch. Und es scheint hier irgendwo in der Nähe das Rift-Gate zu geben, welches wir ja erobern sollen. Da haben wir es. So, das sollen wir einnehmen. Gibt es hier irgendwas noch bei den Grabsteinen? Zack. Ach, mehr war das nicht. Okay, dann haben wir das sichere, das Rift geht in der Nähe der inneren Nekropolis. Ach nein, das ist das äußere dann, ne? Das ist es noch gar nicht. Okay. Alles klar. Gut, okay. Dann haben wir also die Tore der Nekropolis betreten und erforschen diese Gegend das nächste Mal in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Birdman. Tschüss, Leute.